Willkommen zurück bei Super Mario Galaxy 2. Das letzte Mal haben wir eine gefährliche Rutschpartie hinter uns gebracht. Und heute wollen wir uns die andere Galaxie bei der Abzweigung nochmal anschauen. Aber vorher reden wir mal mit dem Postboten. Ich habe ihn sonst immer ausgelassen, weil meistens hat er nur Ups dabei. Aber vielleicht hat er ja mal wieder was Gescheites. Ah, da ist ein Brief von... ein Brief von Prinzessin Peach, bla bla bla. Oh, in dem Brief lagen 5 Ups dabei. Oh, 5 Ups, ey. Woher kann der jetzt überhaupt Briefe schreiben? Das hat eigentlich mich immer schon. Zack, ne, das. Okay, gehen wir auf den Wald, würde ich sagen. Okay, Welt 3 schon, alles ist cool. Und ja, ich würde sagen, machen wir uns auf in die Windmühlengalaxie. So, da haben wir auch schon schön alles. Ah ja, geil. Pflaumenwandler-Galaxie, ah ja. Okay, ist Pflaumenwandler irgendein Gegner oder so wieder, oder heißt die aber nur so? Wie eine Wolke im Wind. Oder sind wir einfach nur die Pflaumenwandler und... Oh, sorry, ich habe gerade mein Mikrofon weggestoßen. Ach ja, sehr schön. Ah, die... Super Mario Galaxy ist... Also beide Teile sind so cool. Allein das alles mit der Schwerkraft und die Musik und... Ah, es ist geil. Ja, die Musik, ich höre jetzt mal kurz zurück. Die ist einfach so cool und... Oh. Ich dachte, wir könnten da... unten auf die Unterseite gehen. Das war natürlich voll geplant und so. So, erstmal das Geld mitnehmen. Blub und das sind wieder diese komischen Fische. Blub, okay. So, her damit mit Wolken-Upgrade-Mario-Dingens. Und erstmal umschauen, weil hier könnte überall die Kometenmünze sein. Da ist eine... so eine Münze. Und da oben ist wahrscheinlich ein Minispiel, okay. Aber wo ist die Kometenmünze? Bis jetzt scheint sie noch nicht in Sicht zu sein, oder? Ach nee, das ist nur... Das schaut nur nach einer Blume aus. Ich bin da immer so... ach, keine Ahnung, wie man sagt. Mindestens ja auch das Wort, aber mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Aber ich denke irgendwie, die sind so fies versteckt. In den meisten Fällen stimmt es dann aber gar nicht. Aber ich denke es irgendwie trotzdem jedes Mal aufs Neue. So, gut, ich will diesen Pilz. Vorsicht, Mario. Jawohl. Okay, dann jetzt schnell nach links wieder zurück. Jawohl. Okay, das wäre gar nicht nötig gewesen. Zack. Habe ich da hinten noch was vergessen? Warum kann ich mich nicht umschauen? Okay, gut, egal. So, blub. Okay. Greift der Gumba uns an? Nö. Ich möchte nochmal ganz zurückschauen, auf was auf der linken Seite war, aber ich glaube, das dürfen wir nicht. Und... Oh, okay, ich soll schütteln. Ach, werden die Wolken jetzt weggetragen? Ah, geile Idee. Geil, geil. Und... Ja, okay, sie geht irgendwann kaputt. Gut. Wow. Ich habe mir schon gedacht, dass es uns hier weghaut, aber dass das Geräusch so ist, wie es ist, habe ich eigentlich nicht gedacht. So, zack, nach oben und... Oh nein, der Goomba. Was machst du auf meiner Wolke? So, jawohl, ey, das muss gesessen haben. Und, ah komm, nimm sie mit schnell. Die anderen schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, war klar. Gut, ach ja, stimmt, wir haben ja das Wolkending. Ich habe mir ja gedacht, hä, wie soll ich den da hoch? ich überlege gerade, was machen wir? Ich glaube, ich hau da erstmal drauf. Jawohl, oh, schön viele Sternteile. So. Ja, damit. Ach komm, jetzt gehen wir weiter. Gut. So, und wo kommen wir jetzt hin? Oh, noch mehr Sternteile. Okay. Die dürfen hier auch wieder nicht runterlaufen, ne? Nö. Oh. Und, ich hab mir schon gedacht, dass jetzt einer kommt bei den ganzen Münzen, die gekommen sind. Und 30, ja. Klar, das sieht nicht ab. Aber dann machen wir erstmal das erste Level. So, Nilpferde. Okay, und sind das kleine Sternteile eigentlich, die Blumen? Nö, okay, das sind einfach Blumen. Hat irgendwie gerade so ausgeschaut. Gut, wir füllen unseren Wolkenbestand mal wieder auf und... Sind hier Winde? Schaut so aus, oder? Ja, hier sind Winde. Und da gibt es auch noch eine Menge Münzen, aber die wollen wir gerade nicht. Hauptsache, wir werden nicht zerdatscht. So, oder von Goombas gerammt. Okay, aber von Ups brauchen wir keine, deswegen brauche ich da gar nicht reingehen. So, wir steigen nach oben und hinfort. Über die Weiten des Himmels. Und, oh, das hat perfekt gereicht. Okay, weg mit dir, Goomba, oder auch nicht. So, ich möchte mal gar nicht an dieses Ding da hoch. Oder wartet mal, ich behalte mal lieber meine Wolke. Die hat jetzt gerade noch schön zwei Schuss, sag ich mal. Nicht, dass wir den noch brauchen. Okay, wir kriegen eh eine neue. Und es geht in zweites sogar weiter.
Weil nicht, dass da irgendwie... Nicht, dass da irgendwas Fieses ist, wo man dann wieder die Kometenmünze nur bekommt, wenn man einen Wolken-Mario hat. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesichtet. So, da links war doch... War da was? Oder war das einfach nur... Das war einfach nur... Gras. Oder, Efeu. Ist das ja genau. Darunter springen, Wind trägt dich. Okay, dann mache ich das mal so. Zack. Okay, Wind, trage mich. Gut, trägst du mich auch lang genug? Ja. Okay. Na, der Fisch wollte anscheinend auf meine Plattform. Zack, zack, zack. Und das hier schaut voll so aus, als wäre hier irgendwo die Kometenmünze, weil hier gibt es gerade ein paar Wege zu viel für meinen Geschmack. So, habe ich jetzt noch die dritte bekommen? Nö. Irgendwie muss ich das Ding da bekommen. So nicht. Ich will dann dieses Teil daran. So, ich möchte nämlich mit voller Money. Ja, okay, das wird so nicht. Vor allem, jetzt habe ich gar nichts mehr. So, jetzt habe ich aber wieder nur zwei. Ich möchte aber drei. So, jetzt hat. Okay, gut, man kann sich auch kompliziert machen. Okay, da oben geht es noch weiter. Das habe ich schon gesehen. Okay, nochmal und... Sag bloß, hier gibt es nur Ups. Oh, ich wollte aber die Kometenmünze. Na gut, drei Ups. Okay, weil es drei sind. Bin ich damit mal auch zufrieden. So, nicht zu weit und... Oh, das war viel zu wenig. Oh, aufpassen, Mario, aufpassen. Vor allem, glaube ich, wir könnten da vielleicht nach rechts da unten weiter. Aber egal, wir gehen jetzt immer so weiter. So, ist hier Wind? Nee, natürlich nicht. So, aber da unter uns könnte was sein. Ja, okay, das wäre aber auch fies. Aber ich erwarte irgendwie immer, dass die Leute fies sind, aber meistens sind sie es dann gar nicht. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich zu paranoid, genau so heißt's. Okay, nach oben. Gut, da ist er, ja. Was sag ich, ich bin zu paranoid. Die sind anscheinend doch immer recht nett versteckt, also. Ich mache mir irgendwie immer zu viel Stress. Naja, ihr kennt das ja inzwischen schon von mir. Okay, da, schnell nach oben. Ach ja. Ach ja, der Wind trägt uns ja, stimmt. Okay, und... nee, kommen wir jetzt dahin, wenn da gleichzeitig noch der Wind uns gegen die Stacheln haut? Ah, jetzt ist es aus, oder wie? Nee. Okay, ich fange nochmal kurz an, weil ich glaube, wir müssen jetzt einfach ganz rechts anfangen und dann ganz schnell immer springen. So, ja, okay. Der Wind war ja nicht so stark. Jawohl, Kometenmünze und Stern eingesackt in dieser Galaxie. Das heißt, wir müssen nur noch mal rein, um den Luma zu füttern. Sup. Stimmt, das ist ja auch ein geheimer Stern, genau. Okay. Sterne Nummer 28 in unserem Besitz. Ja, boah, na toll. Boah, ich habe irgendwie echt ein bisschen Schiss, wenn dann die ganzen Kometen kommen, dass ich mich da ganz schön anstellen werde. Ja, okay, ja, anstellen werde ich mich wahrscheinlich so oder so. Und jetzt geht es ja nochmal in die Eisgalaxie. Ah, ja. Was denn, Luigi? Okay. Oh, hallo, Bruder. Dreimal darfst du raten. Ich helfe dir von nun an, nach den Powerstern zu suchen. Also sprich mich einfach an, wenn du mich in einer Galaxie da draußen treffen solltest. Dann bin ich an der Reihe, das Universum zu retten. Okay. Ja, ich weiß natürlich, ich weiß auch, dass man das... Oder ich denke mal, das kann man auch wieder so durchspielen dann mit Luigi nochmal, wie in Galaxy 1. Was ich aber nie gemacht habe. Ich habe einen kurzen Schluck trinken. Ich habe nichts zu trinken, okay, scheiße. Gut, dann gehen wir doch einfach weiter wieder. Gut, dann sammeln wir mal 30 Münzen. Gut, dorthin fliegen bitte. Juhu, okay, ich glaube, wir sollten wirklich jede einzelne Münze mitnehmen, die wir finden, weil 30 Münzen und ich habe da eigentlich gar nicht so viel gesehen. Aber okay. Ach so, deswegen waren hier auch am Anfang schon immer gleich welche. Ich habe nämlich am Anfang schon gedacht, warum sind hier so Münzen? Aber naja, habe dann irgendwie nichts gesagt. So, du hast sicher auch eine Münze, ne? Ja, danke. Okay, da haben wir nochmal eine. Und dann schnappen wir uns das egal. Okay, wir müssen zu der Wolke da, zu der da. Weil da gibt es ja wieder Münzen und... Das war knapp. Okay, so, im Notfall kann man ja immer noch die schön die Wolke machen. Zack, zack, zack. Dann haben wir auch schon Nummer 7. Und, verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich stock mich erst nochmal auf hier. So, und... Okay, wir müssen erstmal dahin, so. Und dann nach oben. Und dann am besten noch treffen, jawohl. Okay. Oh, Mario, mach's nicht so spannend. Okay, gut. Dann haben wir auch schon 12 und können auch weiter.
So, jawohl, perfekt. Punktlandung auf dem Goomba. Oder ich meine auf dem Paragoomba natürlich. So. Aber kriegen wir dann noch über. Also kriegen wir dann noch 17 Münzen? Nicht über. Ich weiß ja nicht. Okay, wir müssen halt jetzt hier wirklich alles mitnehmen. So, und zack. Oh, das ist so übel Angriff, ey. Aus der Höhe und dann auch noch richtige Arschbombe. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal noch eine Wolke mit. Zack, da haben wir auch wieder aufgestockt. Okay, wir brauchen sogar eine Wolke, um hier hochzukommen, ne? Ja, genau. Goomba, du hast ja auch noch Kohle, ne? Genau. Okay, ich muss gleich nach rechts ziehen. So. Gut, und jetzt nach links. Jawohl. Da, wie viele haben wir? Ich weiß jetzt gerade nicht. Aber ich müssten, denke ich mal, genug sein. So, jawohl, Sternteile. Und wir haben 33, jawohl, das reicht doch perfekt. Okay, weiter geht's. So, wo war denn jetzt der Luma? War der gleich da, oder? Das wäre cool, dann müssen wir nicht nochmal durchs ganze Level. Ah ja, da ist er schon. Ich hole mir jetzt nochmal Muni, so. Und dann geht's auch schon zum Luma. Keine Ahnung, warum du so geldgeil bist, aber ja. Hier, du hast meine Münzen. Ah, oh, fein, ja, ich habe so einen Kohlendampf auf Geld. No, 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 no. Juhu, ja, das war's, mein Bauch ist voll, dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Diese Typen sind echt so komisch. Die fressen die ganze Zeit irgendwas und dann verwandeln sie sich selber in ein lebloses Objekt. Oder vielleicht denke auch nur ich, dass es leblos ist, keine Ahnung. Und, ah ja, jetzt kommt das hier. Der Sternring, dann kommen wir auch dahin und das schaut nach einem fiesen Rätsel aus. Vorsicht, Absturzgefahr. Okay, wir sollten. Ah, da ist eine Fahne, okay. Geh mal weg, du Schild, ich sehe sonst nichts. War hier gerade keine Wolke? Achso, die habe ich schon mitgenommen. Weil ohne Wolke wäre das jetzt sonst echt fies. Und was ist das? Ist das ein. Ist das so ein Stern? Ja, ist ein Stern, okay. Und. Oh nein. Schatten Marios. Okay, wir sollten nicht stehen bleiben. Und ich will aber meine Münzen. Meine Wolkenaufladungsdinger nicht verschwenden. Weil vielleicht im Notfall können wir dann damit noch abhauen. So wie hier. Okay, hätten wir nicht gebraucht, aber trotzdem. So. Jetzt brauchen wir es aber und jetzt verballere ich die aber auch ganz schön. Vor allem, weil ich mich jetzt auch anstelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe, ihr kleinen Viecher. Da ist noch eine Wolke. Okay. Mit der muss ich fliehen. Jawohl. Oh, okay. Das ist dann schon unter Druck, diese Mario. Die Schatten alles, das ist cool. Und jetzt darf ich nur nicht auf dem Rückweg drauf gehen, dann ist alles in Ordnung. Okay, schön Sternteile mitnehmen. Und den Rest kürzen wir natürlich ab. Zack. Und zack. Ah ja, schönes Power-Up. Ach verdammt, daneben. Okay, damit haben wir auch diese Galaxie vorerst komplett. Oder vielleicht sogar komplett. Wer weiß. Okay, und kriegen wir eine Krone? Und anscheinend nicht. Okay. Na gut, jetzt haben wir schon fast 30 Powersterne. Das heißt schon fast ein Viertel. Und jetzt tauchen die Kometen auf. Ah, cool. In Welt 1, okay. Ich würde sagen, die Kometen will ich immer gleich machen dann auch. Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst. Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr diese Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Schabernack-Kometen tauchen auf. Du kannst nun also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Juhu. Wir zählen auf dich, Steuermann. Okay, das wird teilweise richtig schwer, glaube ich. Auf jeden Fall waren die bei Galaxy 1 immer schon echt fies. Und ich würde sagen, ich mache das ja eigentlich hier immer alles so nach der Reihenfolge. Aber wenn dann Komet auftaucht, dann mache ich immer erstmal den Komet, okay? Das, ja, dann kommen wir, dann verpassen wir nichts und machen einfach alles schön auch so. Man könnte es auch durcheinander machen, was es eigentlich auch abwechslungsreicher macht, aber ich glaube, da komme ich nur durcheinander. Deswegen, naja. Ja, so mache ich es auf jeden Fall. Okay, genießen wir nochmal die Aussicht und dann sehen wir uns nächstes Mal vielleicht wieder, wenn es euch gefallen hat. Okay, bis zum nächsten Mal.